Den Zwölfen zum Gruße und willkommen zurück zu Drakensagen, dem schwarzen Auge, Drakensagen, dem guten Spiel, Drakensagen. Ja, wir sind immer noch im Blutgebirge, haben es letztes Mal überhaupt nicht versucht, gegen die komischen Prajoten zu kämpfen. Die hätten wir schon irgendwie hinbekommen, würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn wir uns richtig schon aufgepowert hätten mit, weiß ich nicht, mit den Steinchen und so weiter und ordentlich geheilt hätten und so. Und sinnvoll agiert und alles so und so weiter, jede Runde auch wirklich genutzt hätten, dann hätten wir das auch hinbekommen. So allerdings, naja, war es nicht ganz so von Erfolg gekrönt, beziehungsweise ja nicht passiert, war nur ein böser Traum. So, weiter geht's. Wir sind hier fertig, denn wir haben eigentlich alles gemacht. Genau. Mehr gibt's hier nichts zu tun, oder? Vielleicht jetzt auch irgendwas, ich weiß es nicht, ist egal. Ja, auch technischer Natur, ich habe, irgendwie hat sich da der Rauschfilter, ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, der hat sich ausgestellt. Das ist so eigentlich nicht gedacht. Deswegen kann es sein, dass es ein bisschen mit daher kam, für dich zu entschuldigen. Aber vielleicht war es auch einfach nur eine Brise im Wald, kann ja alles sein. Möchtest du Blutberge endgültig verlassen? Du wirst anschließend nicht mehr hierher zurückkehren können. Tja. Von mir aus. So, Blutberg war hier unten irgendwo, ne? Nee, direkt hier. Achso, ich muss ja sagen, wo es hingehen soll. Wohin denn? Wohin müssen wir denn? Grafenstadt, oder? Wir müssen mal Meldung machen. Glaube ich. Liegt eher am nächsten. Oh, oh. Unvorhergesehenes hält dich von der Weiterreise ab. Wir kämpfen. Schau's nach, was sich da auf dem Weg befindet. Dunkelwald, da waren wir schon. Oh, das sieht aber gruselig aus, oder? Aber ganz schick. Schönes, was ist das, Morgengrauen? Abend, ne, Abendrot ist es nicht. Dafür ist die Farbe ein bisschen, naja, falsch, würde ich mal sagen. Was machst du? Achso, ich dachte, du gehst noch baden. Kann sie ja machen, sie ist ja der Chef. Und wenn sie sagt, das wird gemacht, dann wird das eben gemacht. Wir könnten uns ja auch ein bisschen vorbereiten. Ich weiß nicht, was da ist. Doch, guck auf die Karte. Ach, Feuerfliegen, ist das alles? Feuerfliegen. Seriously? Gut, dann machen wir das eben. Was ist jetzt los? Achso, es geht los. Nach dieser kurzen Unterbrechung, oder wie? Werbung. So. Dann, ach, ich lasse euch einfach mal machen. Ihr wisst doch eher am besten. Zack. Okay. Kurz mal berührt. Oh. Verwundet. So. Wer denn da so abartig viel Schaden? Dürfen die alle mal drauf treffen oder wie? Klar ist, ob das wie irgendwie 19 plus 24 Lebensenergie hat. Merkwürdig. So, weg damit. So ist schick. Ja, der gute, der neue schwere Stab, der macht sich auch ganz gut. Mit solchen Giftzähne. Boah. Auf einmal kommt der Wasserfall. Achso, der war vorher schon da. Ich hatte ihn nur ignoriert, das Geräusch, dieses, diesen White Noise. Ob es dahinter vielleicht einen Schatz gibt? Also schick ist es ja. Aber auch ein bisschen laut. Das muss man auch dazu sagen. Ja, was man auch dazu sagen sollte, ich muss erstmal wirklich reinfinden. Ich habe das jetzt ein paar Tage im Voraus aufgenommen gehabt. In einer längeren Aufnahme-Session. Und es kann sein, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wie ich heiße. Aber das macht nichts. Da sind wir schnell wieder dabei, oder? Ich würde auch sagen, doch, 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 doch. Was ist das? Unterstand? Von wem? Oder von was? Ach Gottchen, ein Oger! Halt, stopp! Nein, nein, Moment. Ogre böse, oder? Autos kann ich immer noch zaubern, wenn es weit ist. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Was brauchen wir denn? Kraft. Ausweichen? Konstitution. Genau, sie kriegt auf jeden Fall eine Konstitution, weil die sonst wieder Probleme macht. Schicken ihn mal an die vorderste Front. Und da geht der Kampf auch schon los. Ihr bleibt alle mal da. Wenn es recht ist. Ach nee, wie wär's denn mit Zauberei? Hat der eine Waffe?
Hat schon eine Waffe, ne? Kann ich bitte mal schauen, was er hat? Knüppel, eine Axt. Sollen wir die Waffe ein bisschen faulen lassen? Ja, ne? Dezeptio. Dezeptio. Genau. Ich mach das schon. Könnte mal eine Falle auslegen, zum Beispiel. Ach, immer noch eine Bärenfalle. Bärenfalle aktivieren. Genau, du baust hier einfach mal eine schicke Falle. Lass das mal vor, voll mir. Genau, du kannst dich schon mal seelisch darauf vorbereiten, dass es gleich was so hart auf die Nuss gibt. So, gezaubert haben wir, glaube ich. Dann Körperkraft, do. So schnell wie möglich dautschlagen, dass wir. Ja. So in etwa. Er ist ja zum Glück nicht der Allerschnellste. Du bist die Allerdümmste. Moment mal, ist das ein... Muss sie in den Nahkampf? Hallo? Ja. Was ist denn jetzt schon wieder los? Macht ihr jetzt, was er will. Falle ist gestellt. Hervorragend. So. Retour. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja, okay. Na, muss ja auch nicht sein. Du musst ja nicht, armer trotz, bevor die einen auf den Nuss bekommt. Auf geht's. So. Falle. Wie? Folgt ihr mir? Ich mach das schon. Folgt ihr mir? Falle ausgelöst. 8 Punkte Schaden. Richtig krass. Oh Mann. Aber Wunden wäre ganz nett. Können wir den verwunden? Lass das mal Vorgrim machen. Okay, wir lassen es mal Vorgrim machen. Oder umschubsen? Das Dickerchen kann man nicht umschubsen, oder? Wir machen Wuchtschlag. Ich nehme die Sache in die Hand. Genau, nimm du die Sache mal in die Hand. Die zaubert fleißig. Achso, ein Armatrotz. Hat sie sich gezaubert. Körper, Frigo, Kälte, Schock. Das wäre auch eine Idee. Was machst du nochmal? Ich hab's vergessen. Machst du überhaupt irgendwas zur Abwechslung? Genau, Patina und Eisenrost, dass wir nicht so viel Aua kriegen. Thorax, Korax. Also, man muss schon sagen, so ein hübsches Kerlchen habe ich ja selten erlebt. Könnte man glatt neidisch werden, wenn man in den Spiegel schaut. Naja, vielleicht auch nicht. Halt. Ja, merkt schon, die Kamera, wie war das noch? Darf ich wieder nicht. Oh, der hat auch gut trainiert. Und der kann ordentlich... Na gut, die Haare dazu hat er nicht, aber er könnte mit dem Nacken auch gut einen Schädel kreisen lassen. So, Kollege brennt. Kollege ist verwundet. Sehr schön durch die Falle, schätze ich mal. Und jedes Mal, wenn er eine Wunde davon trägt, wird er ja unnützer. Das hat er ja so an sich. Okay, zweite Wunde. Ja. Moment, das kam durch den harten Schlag, oder? Moment. Ich muss mal ganz kurz nachlesen. Sein massiver Angriff auf den Kopf des Gegners, der hohen Schaden verursacht, um den Schlag ausführen zu können, werden Ausdauerpunkte benötigt. Okay, die haben wir. Der hat eine zweite Wunde gerade bekommen, aber sie hat nicht zugestochen, oder? Nee, sie zaubert noch fleißig. Den müssen wir auf jeden Fall so schnell wie es geht irgendwie verkrüppeln. Richtig heftig drauf. Ah, nee. Ach ja, der kann ja rumschubsen. Was quengelt der denn so? So ein hübscher Vogel. So, er hat... Der Zauber wirkt auf ihn nicht. Dritte Wunde. Er brennt unter den Körper. Corpo Frigo. Was macht Corpo Frigo noch gleich? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich muss das nachlesen. Corpo Frigo. Da, kalte Schock. Macht alles minus 4 runter. Richtig gut. 15 Sekunden lang. Und macht nochmal Aua. 10 extra Punkte. Ja, nicht schlecht. So, Falle ausgelöst. Er hat schon 3 Wunden. Soll ich doch mal sehen. Du darfst mal... Genau, du piekst jetzt mal zu. Gute Entscheidung. Ja, sehr gute sogar. Und ihr haut einfach so hart es geht. Keine Ausdauer mehr. Das ging schnell. 3 Wunden. Jetzt will ich sehen, ob der auch mit 4 Wunden umkippt. Oder waren es 5? Oh Mann. Verwundet, umgeworfen. Ja, da ist sie wieder. Da waren sie wieder. Meine 3 Probleme. Und sie ist eins davon, die Gladys. Das war so eine Wunde schlagen. Toll. Jetzt werden wir es nie erfahren, oder? Ich könnte ja eigentlich auch mal so eine Schlinge... Komm, murmeln unter den Kollegen. Je größer sie sind, desto härter fallen sie, habe ich mal irgendwo gehört. Oh. Der nimmt aber hart Schaden. Okay. Geheilt. Und die Wunde ist passé. Auch nicht schlecht. Ja.
Aber danke für den Tipp in den Kommentaren vor einer Weile. Da ging es mal um die Wunden, dass man die geheilt bekommt. Wenn irgendwie der Modifikator wahrscheinlich gleich der Wundenzahl ist oder drunter oder so. Naja, auf jeden Fall. Jetzt wissen wir Bescheid. Corborio, der kann also gleich wieder heftig zuschlagen, aber geht eh nur auf das Feuervieh los und da ist es wurscht. 4 Wunden hat der Kollege und steht immer noch. Ganz schön frech. Komm, bieg du mal ordentlich zu. Ha, genau. Jetzt will ich mal sehen, ob er ihn direkt umgepiekt. Perfekt. 4 Wunden hat er. Der dürfte dann eigentlich so hart nicht mehr zuschlagen. Weil Wunden bringen ja -4, glaube ich, auf einen Wert. Also hat er -16er Wert, sehe ich das richtig? Brennt wieder, sehr schön. Ah, der macht es eh nicht mehr lang. Wunde oder nicht Wunde ist eigentlich relativ wurscht. Ach komm, wenn wir schon dabei sind, heilen wir mal unseren Freund und Helfer. Oh, das ist sogar ein Schlag. Und der Kampf läuft weiter. Wie bitte? Achso, der braucht nur noch 3 Runden, bis er umkippt. Hervorragend. So, wer will, kann man den, gute Entscheidung. Kann man den zerschneiden? Nee, kann man den ernten? Nee, kann man den... Ich versuche mein Bestes. Fellfetzen. Was? Verdammt, was war nochmal Fellfetzen? Folgt mir. Nichts, oder? Ich mach das schon. Oder braucht ein Rezept Fellfetzen? So ein bisschen aufpassen bei der Aussprache. Kann sich da leicht mal verplappern. So, Fellfetzen. Bestimmt für irgendwelche Pfeile. Die haben wir von der guten Gwendala bekommen. So. Genau. Bärenfalle. Nee. Krähenfüße. Krähenfüße, da braucht man kein Fell dafür. Krähen haben fällige Füße, oder? So, brauchen wir irgendein Kraut? Ich möchte das jetzt mal wissen. Ich glaube, das ist wirklich nur, entweder Zeug zum Verticken, so eine Trophäe, eine Jagdtrophäe. Wieso hat der denn nur Fell? Kann ich denn nicht seinen dicken Knüppel da irgendwie mal... Na gut, da kann ich wahrscheinlich auch einfach in den Wald gehen und einen Baum fällen. Das wird wahrscheinlich aufs Gleiche rauskommen. Und da hat er gewohnt. Was hat der denn da? Ach, der hat hier eine Kräuterhexe überfallen oder sich eingenistet. Ach so, das ist... Ah, ich verstehe. Gut, dann... Das bin ich. Fingerfertigkeit auf die gute Rolana. Gute Entscheidung. Zaritus. Das ist jetzt ihr Chef. So, ist sie gerade... Ja, ist okay. Krautsichel. Belmarz, Wirselkraut, Gulmont. Nein, wir hätten gern ein Beere. Oh. Konkinis. Fehlschlag. Selbstverständlich. Belmarz, ja. Ist Belmarz gut? Weiß ich nicht. Okay, nicht gelungen. Wie krass war es denn? 3 und 7. Okay. Genau, jetzt kann ich mal gucken. Was ist denn mit Belmarz? Oder Belmarz, oder wie auch immer. Na, Schwert oben. Um 6. Okay, da ist es wiederum gelungen. Verstehe einer die Kräuterkunde. Genau. Amazone kann man weiter pflücken. Was liegt da noch im Eck? Gulmont. Alles klar. Es hat nicht sollen sein, oder? Aha, es war tatsächlich so eine Art Holzfällerlage. Oder hat er hier gewohnt? Der Herr Oger? Ich weiß es nicht. Weg mit der Anzeige. Man sieht noch nichts. Eine Truhe. Unverschlossen. Mit Alraunpulver. Oh, das war tatsächlich so eine Art von Alchemisten... Lager, oder? So sieht es jedenfalls aus. Ein bisschen Feuerholz noch. Ja, jede Menge Kräuter. Oder haben wir den Oger missverstanden? Und da wollte ihr nur sich einen leckeren Heiltrank machen oder sowas oder was zu trinken. Brauen einen leckeren Tee. Ja, dann kommen so ein paar Geisteskranke um die Ecke und schlagen ihn einfach tot. Das kann natürlich auch sein. Möglich ist vieles. Geht es hier wieder raus? Oder gibt es noch mehr zu vermöbeln? Genau, sie geht mal vor, warum auch nicht? Sie hat ja Armatrotz. Mit Armatrotz ist sie so richtig krass unterwegs. Aber ich glaube, hier ist gleich Feierabend, oder? Was ist das? Schmaragdspinne. Ja, einzeln? Kein Thema. Wie lange hält der noch? Ja, 5 Minuten.
Nee, vier. Ein halb. Schmargspinne, Schmargspinne, ja. Hat sie versteckt. Ist das Mistvieh. Laufen die das richtig schön eklig? Das weiß ich nämlich nicht. Ich schleiche mich mal an. Naja, nicht so wirklich. Diese auf der Stelle wühlen ist immer ein Zeichen für nicht so gut animiert. Okay. Ich hätte natürlich den Kampf auch ein bisschen anders folgt mir starten können. War wie Ludo, Funkentanz. Nee, machen wir direkt einen Feuerkeil auf das Candidus. Ding. Und da wird es kandidiert. Flammengedöns. Feuer ist immer gut gegen Spinnen. Aber ein Corpo Frigo, da nervt sie nicht so. Wir machen ein Corpo Frigo. Ein Schwert folgt ihr mir? Nein. Bei meiner Axt. Ja, wieso sie jetzt in den Nahkampf übergehen, ist ehrlich gesagt auch ein bisschen fragwürdig. Aber gut, wenn sie mit dem kämpfen möchte im Nahkampf. Alles der klar. Hat gesessen. Noch so ein Fulminictus Donnerkeil, wenn es recht ist. Moment. Diese Party nennt Eisenrost. Gilt das generell? Senkt den Schaden der verzauberten Waffe. Ich denke nicht, dass das Vieh irgendwie einen Schaden hat. Eine Waffe. Und der hat schon wieder eine Wunde. Der Gegner. Was machen dann garantiert die hier, wenn sie so hart draufhauen, oder? Oder war der Schaden durch Magie? Hat der eine Wunde verursacht? Ich weiß es nicht. Das ist schön. Die gehen aufeinander los, oder? Smaragdspinne. Patzer gegen elementaren Diener. Ja, sehr schön. So. Ach komm, wir ballern einfach heute auf das Vieh ein, oder? Ne, Feuer. Feuer immer gut. Aber, ja, eigentlich brauchen wir es ja nicht, weil der das Vieh ja eh schon brennt. Ich glaube, Frigo. Jetzt bräuchten wir. Was haben wir denn? Nur mal so spaßhalber. Was könnten wir denn noch an Zaubern draufhauen? Irgendwas, was sofort Aua macht? Nichts. Ah, ja. Eigentlich im Kopf auf Rigo ist besser, ne? Schaden, Zauberfertigkeitspunkte in. Ja, das macht auf jeden Fall. Moment. Fängt Feuer. Für 15 Sekunden etwa. Schaden ist 1 wie 6. Schadenspunkte. Mhm. Ja. Aber Corporigo ist halt direkt der Schaden in Zauberfertigkeitspunkten. Das ist schon heftiger. Ansonsten sind es je 4. Ja, das ist halt immer der Wert. Immer 4 wird es gesenkt und macht Schaden X. Dann sollte das ja eigentlich unser. Oh Mann, 888 Punkte. Ja, wie hübsch. Kluge hat er mal gesagt, sollte da hoch, ne? Können fast wieder aufsteigen, das ist ja krass. Anna geht noch. Klugheit haben wir gesagt, war gut, ne? Die brauchen alle Charisma, Klugheit braucht so ziemlich alles. Ich würde sagen, die machen wir einfach noch klüger, als sie ohnehin schon ist. Also Schaden kann es nicht. Oh, elementare Diener. Noch eine Stufe. Ja. Armatrotz könnten wir, an den müssen wir einen Dreierschritt machen, ne? Rüstungsschutz? Ne, die Hälfte. In Zweierschritten. Ja, aber ich meine, die ist eigentlich ganz gut dabei, so gesehen. Accelerator ist natürlich auch nett. Ach, jetzt gebe ich da alles für alles aus. Das lohnt einfach nicht. Wann habe ich denn hier eine neue Stufe? Wahrscheinlich erst, wenn ich aufgestiegen bin, oder? Den würde ich sagen, lasse ich erstmal. So, was bringt denn der einzelne Punkt? Kosten. Ne, hier geht es nur um Stufen und um Modifikatoren. Jede Stufe plus ein Modifikator. Der Modifikator kann nur so hoch sein wie der Zauberfertigkeitswert. ZFW. Okay, okay. Ja, aber ich lasse es einfach mal so, wie es ist. Dass wir uns so ein bisschen mal dem Ganzen hier annähern. Oder mache ich das nicht? Ach komm, ich lasse es. So schnell kann man sich umentscheiden. Da machst du mal Feuer. Feuer ist ja immer gut. Von hinten kam wieder. Achso, das war's ja. Gut, dann pieken kaputt. Komm schon. Komm schon. Zwei Wunden hat das Vieh schon. Ausdauer und. Dritte Wunde. Sehr schön. Das Vieh hat nicht mehr viel zu melden. Jetzt hauen wir es noch komplett kaputt. Corpo Frigo lässt jetzt nach. Egal. Das Vieh nochmal ordentlich draufhauen. Und dann ist Feierabend. Na?
Jetzt aber. So ist fein. Da freuen sie sich. So, wir haben immer noch Fingerfertigkeit. Dann ausnehmen. Jetzt gibt es wieder leckere Giftdrüsen, die auch ein bisschen ein paar Mark wert sind. Von daher alles super. Spinnendrüse, Seidendrüse, Giftzahn, Spinnenfangzähne. Perfekt. So, Unu. Was haben wir hier? Belmart. Einbeere. Oh. Einbeere nehme ich immer mit. Genau, da hinten im Eck. Hat es wahrscheinlich bewacht. Einbeeren. Ja, wenn ich die liegen lassen würde, das wäre ziemlich hohl. Deswegen hole ich die vorne nämlich alle weg. Fehlschlag. Verdammt. Nein, die wird ja eher ausgetauscht, denn wir haben ja einen sogenannten... Aufgepasst. Nein, Kampfmagier gefunden. Und ich glaube, der wird zukünftig jetzt die gute Rolana ersetzen. Vielleicht auch nicht. So eine Mischung aus... Aber ich mag halt diese Zauberei. Der wird wahrscheinlich dann mit mir zusammen Stabkämpfer sein. Dann liegt es halt nur noch am guten Vorgrim. Aber die Gladys ist ja ganz nett. Das bin ich. Das bist du. Ja, fein. Aber so richtig toll ist sie nicht. Jetzt haben wir extra schon die besseren Klamotten, dass sie nicht so behindert ist. Aber das nützt halt nicht so wirklich. Denn jetzt kriegt sie wieder, jetzt wird sie umgeschmissen und kriegt auch sonst immer ziemlich hart auf die Nuss. Ob das eine richtig gute Entscheidung war, ich weiß es einfach nicht. Vielleicht finden wir irgendwo mal eine richtig schöne Klamotte, wie ein +1 Fechthemd oder Wappenrock, der... Ich kann fortsetzen, Reise fortsetzen. Gekämpft haben wir genug. Zwei Dickerchen, eins aber ein ziemlich dickes Dickerchen. Obwohl eigentlich beide, aber der Ogre konnte sich tatsächlich wehren. Ja, ich sag mal, Ersteindruck, Lachnummer, oder? Der war jetzt nicht so krass, dass wir Angst haben müssen um unser Leben. Aber die werden später, glaube ich, noch im Dutzend auftauchen, beziehungsweise in Gruppen, nicht im Dutzend, aber wenn man dann zwei von denen hat und noch Fußvolk drumherum, ich glaube, Orks werden wir, glaube ich, auch noch bekämpfen, oder? Vielleicht ist das, was ich noch im Kopf habe, irgendwie so ein Bergweg, wo man sich so ein Serpentin da hochkämpfen muss. Ich meine, da war das mit Orks oder arbeiten die wieder mit Prioten zusammen? Ich habe keine Ahnung mehr. Aber irgendwas war doch da. Krämerin Talerfein. Was darf sein? Nun, ich weiß nicht genau. Was habt ihr denn gerade? Jetzt mal schauen. Wir wollen das, was wir gerade gepflückt haben, loswerden. Bärenzähne können wir nicht verwenden. Wird verkauft. Fellfetzen. Ach komm, haben wir es weg, oder? Notfalls wissen wir, wo es... Oh, Heilsalbe und Blutegel im Glas. Mein Leibgericht. Beziehungsweise ihr's gekauft. Die sind so selten, die Dinger, glaube ich. Ach, ja, macht Charisma hoch. Okay. Pechfackel haben wir schon. Haben wir noch? Kann es sein, dass Fackeln echt ewig halten? Heilsalbe können wir selber herstellen. Ein Zwerg, ein Wort. Ja. So, jetzt... Was haben wir noch? Genau, Spinnenfangzähne. Händler verkaufen. Gift, Zahn. Wieso hat sie das eingesammelt? Achso, weil sie alles eingesammelt hat. Gut, das kriegt auf jeden Fall die gute Lara Mansur. Zwei Kräutersicheln. Ja, leider keine davon besser als die andere. Einen haben wir in Moorbrück geholt und die andere gab es von der Hexe. Genau, Saphira. Bärenfell. Fell kann immer weg. Ist aber auch immer super. Ja, 120 Mark kriegen wir dafür. Das ist nicht schlecht. Murmeln. Ich muss wieder Murmeln kaufen. Vielleicht zu so einem Kollegen hinter hier in der Grafstadt sind wir sowieso. Da können wir im Westen mal kicken. Genau, das ist mein Plan. Wir sind am Südtor. Warum sind wir am Südtor? Ich habe doch gesagt, ich möchte in die Grafenstadt. Junge, Junge. Ach ja, beim Gesindetempel müssen wir... Gesindetempel müssen wir auch noch vorbeischauen. Gift, Seidendrüsen lassen sich gut verkaufen. Ekelhaft, ne? So, was haben wir noch? Na klar. Und ein Bärenfell lungert hier einfach mal rum. Wieso hat die einen Backenhelm? Kann sie nicht tragen, ist aus Metall. Kampfmagierkappe. Ach, ihren lustigen Idiotenhut. Aber mit dem kann sie zaubern. Eins, zwei. Ja, behindert zwar leicht, aber das, was sie jetzt aufhat, ich behalte es mal. Wolfsfell, tschüss. Wildschweinfell, adios. Goldkette, Kurzschwert, damit kann keiner umgehen, oder? Ist es normales, das
Der kleinste und leichteste Vertreter der Gattung Schwert. Und wir haben zwei von den grünen Magier oben. Ja, komm. Jetzt eine. Hauen wir es weg. Wir wissen ja, wo es ist. Falls wir es mal brauchen. Aufgepasst. Dann, genau. Passen wir auf und geben direkt. Gehen direkt hier hin. So, hier noch was Feines. Ne? Schneid, genau. Das gute Schneid. Ungewöhnliches Kurzschwert aus blauem Stahl mit einer eingesetzten, mit einem eingesetzten Edelstein. Die Schneide ist überaus scharf. Hm. Man könnte ja auch den Kampfmagier dann anders ausstatten. Man muss ja nicht unbedingt mit dem Stab kämpfen. Man kann ja auch sagen, so wie hier die gute Kladis, machen wir aus dir einfach einen. Hier ist ein Fechter oder hier ein Schwertkämpfer. Das wäre auch nicht schlecht. So ein Kampfmagier mit Schwert. Ich schätze mal, dass es ein Schwertkämpfer ist. Ich habe das irgendwie noch mehr in nochmal auf Deutsch. In Erinnerung. So viele Silben auf einmal. Wahnsinn, oder? Kultistendolch. Brauchen wir eine Quatsch? Ja, das Ding ist der totale Müll. Und wir haben jetzt was Feines. Turban bleibt natürlich erhalten. Wir werden hier natürlich unsere Heimatklamotte von uns werfen. Langsam halte ich's nicht mehr aus. Was ist denn los? Bleib bloß die Ablösung. Ach so, er muss mal. Ich kann doch nicht einfach meinen Posten verlassen. Langsam halt ich. Preyers sei Dank. Ja? Was ist mit euch los? Ihr seid doch Laraman Suzuni. Es ist mir wirklich peinlich, aber ich müsste ganz dringend ausreden und meine Ablösung ist noch nicht hier. Dabei halte ich es bald nicht mehr aus. Ihr könnt nur kurz meinen Posten übernehmen. Bei jemandem, der die Morde aufgelöst hat, ist das doch ein Kinderspiel. Ich bitte euch, ich beeile mich auch. Hm. Na, dann macht schnell. Ich übernehme euren Posten so lange. Quest Wachablösung wurde aktualisiert. Oh, ich danke euch. Ihr werdet sicher nicht viel zu tun haben. Passt einfach nur auf, dass keine zwielichtigen Gestalten in die Stadt gelangen. Zurzeit suchen wir einen betrügerischen Langfinger, der sich als Handwerker ausgibt, um so in die Häuser reicher Leute zu gelangen. Man erkennt ihn an seinem markanten Schnurrbart. Der Bursche wird dringend gesucht. Ja gut, da ist ein Schnurrbart, der ist immer geschwind durchgezückt und ab das Ding. Naja, als nächstes hätten wir die Füchsin. Sie hat blaue Augen und feuerrote Haare. Denen sie wohl ihren Spitznamen verdankt. Ihr dürft sie auf keinen Fall in die Stadt lassen. Sie ist eine gewiefte Falschspielerin. Also Schnurrbart, blaue Augen, rote Haare. Okay. Dann wäre da noch ein Kerl, der im Silberkrug öfter für Krawall sorgt. Kräftige Statur, aufgedunsenes Gesicht, Knollennase. Furt, oh oh, oha, oh ja, jetzt wird's aber eng. Ich muss, ihr werdet das schon kriegen. Dann halt euch lieber, ich halte hier die Stellung. Bleib ekelhaft. Die Zwölfe zum Gruß. Darf ich passieren? Nein. Knollennase, aber auch ein Schnurrbart. Kräftige Statur. Ja, welcher von beiden ist er jetzt? Wie ist dein Name? Travin Fuchsfell. In welcher Angelegenheit möchtet ihr in die Stadt? Treffe ich mit dem Gutsherrn Tannwälder, um über die Bestellung seiner Felder zu reden. Ich bin sein Vorarbeiter. Ah, der Handwerker, das gibt er sicher aus. Moment, ich erkenne euch doch. Ihr seid doch der Kerl, der immer im Silberkrug randaliert. Habt ihr jetzt aber zollende Ware dabei? Nein, ich führe nichts bei mir, wie ihr sehen könnt. Kräftig, Knollnase. Ja, das kann schon sein. Ja, ein Schnurrbart. Hm. Moment, ich erkenne euch doch. Wie, was redet ihr da? Das kann gar nicht sein. Ich war ja noch nie dort. Dafür fehlt mir das nötige Kleingeld. Menschenkenntnis Kladis. Der Mann scheint nicht zu lügen. Verzeiht, ihr seht dem Kerl wohl einfach nur ähnlich. Ihr dürft passieren. Oh, gut, dass wir die Kladis haben. Ach, halb so wild. Ihr macht ja auch nur eure Arbeit. Aber verdächtigt bitte nicht gleich jeden, nur weil er jemandem ähnlich sieht. Schönen Tag noch. Verdammt. Würdet ihr mich bitte einreisen lassen? Schnurrbart. Hm, wie ist euer Name? Odilon Steinhauer. Der geht sich doch bestimmt jetzt als Schnurrbart tragende Handwerker aus. In welcher Angelegenheit möchtet ihr in die Stadt? Ich will am Hafen meine Arbeit aufnehmen. Arbeit, Handwerker. Aha. Zu überzollende Ware? Nein, nur ein paar Werkzeuge. Aha. Halt, ihr seid Handwerker. Wie ihr sehen könnt, ja. Wart ihr in letzter Zeit schon mal in Ferdok tätig? Das stimmt. Wieso fragt ihr? Nun, wir suchen einen Gauner, der sich als Handwerker ausgibt. Ihr gebt euch als Handwerker aus und die Beschreibung des Mannes passt auch noch auf euch. Ach,
Aber ich bitte euch, sehe ich aus wie eine Lunke? Ich werde am Hafen erwartet. Ich will nicht zu spät kommen. Gassenwissen. Man munkelt doch, der Gesuchte hätte nur einen Schnurrbart. Ja, der hat einen Vollbart. Nein, wenn ich es recht überdenke, könnte nicht der Gesuchte sein. Na gut. Das sage ich doch. Ich bin ein ehrlicher Bürger. Also, wenn man die Gladys, ne, wenn man deren Werte so ein bisschen hochdrückt, gerade hier was Menschenkenntnis angeht, die hat uns schon zigmal die Haut gerettet. Das sage ich doch. Ich bin ein ehrlicher Bürger. Verzeiht die Verdächtigung. Aber wir müssen jeden überprüfen, auf den die Beschreibung passt. Schon gut. Ihr macht eure Arbeit und ich will meine tun. Ich muss jetzt hier wirklich los. Ihr dürft passieren. Schönen Tag noch. Ich würde gerne in diese schöne Stadt einreisen. Ach ja. Aber du bist nicht rothaarig. Und du hast auch blaue Augen, aber keine roten Haare. Sind das... Ihr könnt ja meinen Haaren ziehen. Wie ist euer Name? Perdia Gundhaus. In welche Angelegenheit möchtet ihr in die Stadt? Ein Besuch bei Verwandten und im Tempel des Praios. Hat jetzt aber zwar eine Ware dabei. Aber nein, das seht ihr doch. Nun ja. Moment mal. Ihr seid doch diese Fallspielerin, auch die Füchsin genannt. Ihr dürft die Stadt nicht betreten. Wir können einfach mal jeden verdächtigen. Selbst... Moment mal. Wie kommt ihr denn auf so etwas? Selbst Moment mal. Achso. Die Beschreibung passt auf euch. Die Füchsin? Was soll das überhaupt für ein alberner Spitzname sein? Das ist mir einerlei. Sie ist eine gewiefte Fallspielerin und hat im Pferd nichts verloren. Das ist alles, was mich interessiert. Schaut mich doch bitte an. Sieht so etwa eine Fallspielerin aus. Ich möchte nur eine Stadt zu meinen Verwandten besuchen. Oder ist das jetzt auch schon ein Verbrechen? Sie kann sich gut verstellen. Sie lügt. Mich täuscht ihr nicht mit eurem Mummenschanz. Das Spiel ist aus. Gassenbissen Gladys. Ich habe doch schon von ihr gehört. Eigentlich eine bewundernswerte Person. Habt keine Furcht. Man redet doch nicht nur bei der Garde über euch. Ah. Oh, Gassenwissen. Gassenwissen. Warum Menschenkenntnis? Mich täuscht ihr nicht mit eurem Mummenschanz. Ach wirklich? Und was habt ihr jetzt mit mir vor? Ganz einfach, ich lasse euch nicht in die Stadt. So lauten die Befehle. Was machen wir da? Fallspielerin, ja komm. Ja, wir reden immer gut zu. Ja, komm, mach dich vom Acker, komm irgendwann anders wieder. Da liegt ihr gar nicht so falsch. Das könnt ihr mir einigen Ärger ersparen. Und in die Stadt komme ich zur Not auch auf anderem Wege. Da habe ich wohl nochmal Glück, dass ich an eine Aushilfswache mit Fexens Schalk im Nacken geraten bin. Und nicht so einen brummeligen Gardisten. Macht's gut und Fex mit euch. Ach, das hat gut getan. Hab Dank für eure Hilfe. Kein Problem. Gab es irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Ja, ach verdammt. Ja, eine Frau, auf die eure Beschreibung der Fallspielerin passt, wollte in die Stadt, aber an ihr schien mir etwas nicht geheuer. Ich habe sie nicht passieren lassen. Sehr gut. Dann war das bestimmt Perdia. Genau. Gundhaus. Die Füchsin. Das habt ihr gut gemacht. Wirklich, die Frau ist eine stadtbekannte Gaunerin. Stimmt, die Namen hätte ich mir auch mal merken sollen. Hatte sie ihn genannt? Ich weiß es gar nicht. Freut mich, dass ich helfen konnte. Danke vielmals. Ich stehe in eurer Schuld. Aber ich muss hier weitermachen. Sonst kommt doch noch jemand herein, der nicht herein soll. Schönen Tag noch. Hervorragend. Das haben wir wieder richtig gut gemacht. Und ein Level haben wir auch ab. Abgelevelt haben wir sozusagen. Haben wir denn, ich würde sagen, wir arbeiten weiter an unserer Klugheit, oder? Ist das eine intelligente Idee? Ich weiß nicht. Ich wünschte, ich hätte die Klugheit. Pech gehabt. Dann warten wir noch ein bisschen ab. Und das nächste Mal geht's dann weiter. Und die Quest ist abgeschlossen. Auch gerade haben wir wieder leuchtende Dingenskirchen. Zack, zack, zack. Ja, ja. Hexenwald haben wir alles gemacht. Sorgt das Mütterchen. Bartprothese. Das ist auch schon ein paar Tage her. Wachablösung. Ich habe alle Personen kontrolliert. Die Fallspielerin Füchsin gehen mir doch tatsächlich ins Netz. Ich habe sie nicht in die Stadt gelassen. Ganz nach Vorschrift. Also gut, dass wir die Gladys dabei haben. Ohne die, hätten wir ein Problem. Genau, kehre zum Hisinde-Tempel zurück. Ja, sollen wir das zuerst machen oder nicht? Ach, wir sind noch in der Grafenstadt. Genau, irgendwas soll ich holen. Murmeln. Genau, wenn wir schon dabei sind. Das machen wir noch schnell. Einfach nur mal schauen, ob wir das denn dort auch bekommen. Ansonsten, wer hat denn Murmeln? Wir müssen vielleicht nochmal in Fuhrmannsheim vorbeischauen. Dort hat doch bestimmt irgendjemand so richtig viele Murmeln am Start. Und hoffentlich alle Murmeln beisammen. Feldwebel, ja, da können wir auch nochmal... Ich weiß es nicht.
Jetzt weiß ich auch nicht mehr, ob ich irgendwelche Fertigkeiten noch erlernen wollte. Ich glaube, ich muss da nochmal in mich gehen. Genau, zwielichtige Person, da wollen wir hin, denn wir brauchen eine Murmel. Oder zwei oder drei. Guten Tag. Ah ja, Stiel können wir auch nochmal Spaß haben in Runde. So. Ja. Ach, sie hat nichts. Hervorragend. Halt, die. Das bin ich. Du, genau, die Gladys darfst mit dem reden. Ihr benötigt spezielles Werkzeug, nehme ich an. Ja klar, Zwinker. So sieht's aus, lass mal sehen, was ihr zu bieten habt. Nur Schrott. Okay. Haarnadeln. Halt, war nicht, grobe Dietrich-Not angesagt. Genau, wir noch 9 Dietriche. Handel abschließen. Ein guter Handel. Das hat sich gelohnt. Ein ja. Schwerk, ein Wort. Komm, wir gehen noch eine pure Dietriche machen. Dann war es das. Kommt wahrscheinlich immer noch nicht in die Stadt. Aber das kommt wahrscheinlich Stück für Stück, ne? Wenn wir dann die. Vielleicht die Sachen am Hafen mal geregelt haben. Wenn wir noch mit dem Gorwin geredet haben. Gorwin auf Ember. Ne, Corwin auf Ember. Cheat für Warcraft 1. Mein Gott. Wann kam das Spiel raus? 92? Jetzt haben wir es 2021. Ja, manche Sachen bleiben halt hängen, oder? Auch 29 Jahre lang. Oder war das 94? Nee, 94 war das. Egal. Reicht schon. 25 ist ja auch eine stattliche Zahl. Ach ja. Meister Fluxosch grüßt euch. Geht's ums Schmieden? Nein, eigentlich nicht. Geht es um Abschied? Was? Nein, eigentlich geht es um Abschied. Auf bald. Ja, heute mal wieder lesen. Ja, wahrscheinlich eine Lesewunde davon getragen. Anleitung Dietrich. Genau. Wir haben alles. Machen wir 30 Stück davon. Ja, ne? Was auch sonst. Bärenfallen. Jetzt könnte ich sie tatsächlich gebrauchen. Denn. Und eine Wunde. Andererseits haben wir die so schnell weggeknüppelt, die Kollegen. Ich überlege nur, wie das ist, wenn die Gladys mal gegen so ein Vieh kämpfen müsste, 1:1 und bei ordentlichen Treffern dann auch ordentlich Wunden macht. Also 4 Wunden und er hat immer noch gestanden. Ich glaube, die 5. ist dann tödlich, oder? So ist es doch bei uns teilweise auch gewesen. 4 gingen noch und als dann die Mutti, genau, die Rattenmutti, als sie dann nochmal zugebissen hat, beim 3. Mal sind die Leute dann umgekippt. Weil sie immer 2 Wunden gemacht hat, glaube ich, pro Biss. Irgendwie so war das, glaube ich. Ist auch schon ein paar Tage her. Oh Mann. Dietriche brauchen wir auf jeden Fall. Machen wir mal. Ach komm, einen. Oder? 19 Stück? 19? 19 Stück? Ja, das wird reichen. Wir müssen ja nicht übertreiben. Wir müssen ja nicht hunderte von Dings machen. Andererseits. Aufgepasst! Was hätten wir noch für Möglichkeiten? Ich weiß es gar nicht. Hat er noch irgendwelche Rezepte vielleicht am Start? Guten Tag, Herr. Meister Fluxosch grüßt euch. Geht's ums Schmied? Ja, was hast du denn zu verkaufen? Irgendwelche Rezepte? Ja, Wurfmesser, Speer, schärfte Wurfbeile, Kurzschwert. Da wird man auch ein gutes Kurzschwert bekommen, aber wir haben natürlich den Schneid. Das ist ein was? Kurzschwert? Einfach ein Schwert. Aha. Und Kurzschwert wäre Kurzschwerter. Nee. Kategorie Schwert, okay. Rabenschnabel, ja, wir sind eigentlich ganz gut dabei. Ein Langdolch, auch nicht schlecht. Kann der was? 1W plus 3. Mit 16 macht er noch mehr Aua. Muss man doch direkt sehen, lass oder? Das mal vor Grimm machen. Der zum Beispiel. 1W plus 3, genau, und sie macht auch 1W plus 3, raff ich nicht. Der ist doch stärker. Oder erstmal diesen Rucksack ab. Achso, da steht es in Klammer. Na. Bei Körperkraft, die wird ja mit eingerechnet. Ja, keine Ahnung. Schmiedehammer habe ich eigentlich noch einen oder habe ich den verkauft? Habe ich noch, selbstverständlich, sonst konnte ich gerade nicht schmieden. Doch, kann ich, aber ich hätte. Ich überlege gerade, habe ich nochmal. Ach komm, einen machen wir noch. Einen machen wir noch. So, ist fein. So. Das bin ich. Und 29 Dietriche, perfekt. Lass das mal vor, damit machen. Sind wir auf jeden Fall gewappnet. Ja, bis zum nächsten Mal. Denn, ich glaube, ich werde mich jetzt nochmal hier auf dem Grafenplatz so ein bisschen umschauen. Werde mal gucken, ob wir irgendwo was vielleicht lernen können. In der Kaserne zum Beispiel. Gibt es irgendwelche Fertigkeiten, die wir noch erlernen müssen? Oder so. Mal schauen. Wenn mir irgendwas ins Auge sticht oder mich anlacht, dann mache ich das. Und dann werde ich danach ordnungsgemäß Meldung machen, was ich getan habe. Ansonsten
Ja, würde ich sagen, gehen wir das nächste Mal einfach zu unserem Anwesen und schauen da mal nach dem Rechten, denn da dürft ihr der, ich habe vergessen, wie er heißt, der Magus, Kampfus und so auf uns warten. Da freue ich mich schon drauf. Das beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zuschauen und auf bald.